Was Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole gesagt hat, hat mich sehr stark erinnert an das, was in China passiert ist, als man plötzlich erklärte, ja, also Corona sei doch jetzt überhaupt gar nicht mehr schlimm plötzlich, es sei nur noch eine Erkältung, weswegen man den Lockdown jetzt aufheben könne, der ja sehr, sehr, sehr lange in Kraft war. Und so hat Powell erklärt, ähnlich wie die Herrschaften in Peking, Inflation ist jetzt kein Problem mehr, weswegen wir jetzt die Wende bei den Zinsen einleiten können. Und übrigens, der Arbeitsmarkt, der ist unübersehbar deutlich schwächer geworden, so Powell. Das Interessante an dieser plötzlichen Wende ist, dass viele Fed-Mitglieder kurz vorher noch gesagt hatten, naja, also wir brauchen schon mehr Belege, dass die Inflation nach unten geht. Erinnern wir uns an Bostic, der noch wenige Tage vor Jackson Hole sagte, ja, vielleicht könnten wir Ende des Jahres die Zinsen senken, weil wir einfach schlichtweg mehr Beweise brauchen, Belege brauchen, dass die Inflation zurückgeht. Dann plötzlich Bostic Wendung an dem Tag vor Jackson Hole gesagt, oh, ich bin offen für eine Zinswende im September. Und dann diese Aussagen von Jerome Powell, die sehr plötzlich gehen, und die Frage stellt sich, warum geht das so plötzlich? Offenkundig war die Fed selber auch beeindruckt von dieser massiven Revision der 818.000 Jobs, die nie existiert haben, also ein Drittel der Stellen, die zwischen April 23 und dem März 2024 gemeldet wurden, sind nie oder haben nie existiert. Das scheint auch die Fed beeindruckt zu haben, erstens. Und zweitens sieht die Fed, dass die Dinge möglicherweise jetzt sehr schnell gehen könnten in Richtung Rezession. Und diese Rezession, die wird eigentlich schon an den Aktienmärkten gespielt, wenn man sich mal anschaut, was läuft denn besonders gut, und dann stellen wir fest, es sind defensive Werte, die normalerweise in einer Rezession am besten performen, in einem Bärenmarkt am besten performen. Hier sehen wir das, wenn Sie rechts oben mal gucken, was läuft in dem Frühstadium einer Rezession. Dann sehen wir Utilities, also Versorger, defensiv, dann sehen wir Real Estate, Immobilien, defensiv, profitiert von sinkenden Zinsen, ebenso wie die Utilities, die, weil sie so langweilig sind, meistens sehr hohe Dividenden bieten. Wenn also die Fed die Zinsen hoch hat, dann sind Utilities in Relation eben uninteressanter. Wenn die Fed die Zinsen senkt, werden Utilities interessanter, eben weil sie eine starke Dividende, ergo Zinsen, bieten. Und wir haben dann Financials, die noch einigermaßen performen. Jetzt gucken wir uns an, was in den letzten 3 Monaten sehr gut gelaufen ist. Nummer 1, Real Estate ganz vorne, also Immobilien. Nummer 2, Healthcare. Auch ein defensiver Sektor. Nummer 3, Consumer Staples, dann Finanzen und Utilities. Also im Grunde alles Sektoren, die defensiv sind. Consumer Staples sind die Sachen, die man täglich braucht, wo man nicht große Alternative hat. Shampoo, solche Sachen. Also wir sehen schon eine Rallye der defensiven Werte seit einiger Zeit. Und hier sehen wir mal den Leitzins und die zweijährige Anleiherendite, die, so sagt man ja, der wichtigste Fed-Speaker ist. Das wichtigste Fed-Mitglied ist, weil sie im Prinzip am besten ausdrückt, was die Erwartung bei den Zinsen ist. Und wir sehen, die zweijährige Anleiherendite, die ist jetzt schon runtergekippt. Die Zinsen werden folgen, und dieses Muster hatten wir vor jeder Rezession, nämlich vor den letzten 3 Rezessionen, und dementsprechend deutet manches darauf hin, auch die invertierte Zinskurve, die sich jetzt zunehmend entinvertiert, also wieder positiv wird, dass also eine längere Laufzeit mehr Rendite abwirft als eine kürzere Laufzeit, was das Normale ist, weil je länger ich jemand Geld leihe, umso latent höher ist mein Risiko, dass er es in dieser längeren Laufzeit nicht zurückzahlt. Hier sehen wir, dass es normalerweise eine negative Korrelation gibt. Wenn also die Zinskurve entinvertiert, ist das schlecht für den S&P 500. Wenn die Zinskurve weiter negativ wird, ist das positiv für den S&P 500. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Zinskurve sich latent wieder in Richtung Endinversion verschiebt. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja auch den Anstieg der Arbeitslosenquote jetzt, der relativ zackig gegangen ist auf 4,3%. Und einer der Punkte ist eben der, dass das nicht nur für die Fed sehr wichtig ist, sondern auch für die Unternehmen, denn diese Schwäche am Arbeitsmarkt zeigt, dass die Unternehmen offenkundig ein Problem haben mit Margen, mit Kosten, deswegen Arbeitnehmer abbauen, weswegen das ein Hinweis darauf ist, dass die Zahlen der Unternehmen perspektivisch wahrscheinlich schwächer werden. Und so sagen sich die Märkte, naja, die Fed wird die Zinsen senken, glauben aber nach wie vor, und zwar schnell senken, glauben aber nach wie vor,
vor, dass eben diese Rezession nicht kommt, sondern eine softe Landing. Und viele sagen ja, ja, die Fed, die wird im September dann um 0,5 senken. Und hier sollte man vorsichtig sein, was man sich wünscht, wie es bei Bloomberg heißt. Denn jedes Mal, wenn die Fed große Schritte gemacht hat, große Zinssenkungsschritte, dann war der Verlust der Aktienmärkte deutlich höher, als wenn die Fed nur kleine Schritte macht, was ja zeigt, dass die Dinge nicht wirklich schlimm sind, wenn die Fed langsam die Zinsen senkt. Hier sehen wir nochmal die Struktur zwischen 2,7 und aktuell, links aktuell, rechts 2,7. Wenn wir rechts mal gucken, hatten wir diesen Bullenmarkt, dann hatten wir eine 6% Korrektur, dann diese starke Rallye, dann eine Korrektur in 2,7, 11%, in 2,24, also vor kurzem 10%, dann diese massive Rallye, die damals sogar beim S&P 500 ein neues Allzeithoch gemacht hat. Könnte sehr gut sein, dass das diesmal auch passiert, dass wir ein ähnliches Muster haben. Die Fed hat jetzt nochmal klar gemacht in Gestalt der sehr woken Miss Daly, San Francisco Fed, die Chefin, die sagt, also es ist schwer sich vorzustellen, dass irgendwas jetzt eine Zinssenkung im September irgendwie nochmal stören könnte. Aber was passiert, wenn zum Beispiel die Arbeitsmarktdaten jetzt besser ausfallen? Und da könnte ja möglicherweise die beiden Harris-Regierungen ein Interesse dran haben, nachdem man vorher ja schon, sagen wir mal, ein Drittel der US-Stellen innerhalb eines Jahres kreativ durch bestimmte Modelle hat erfinden können. Dementsprechend weiß man ja nicht, wie diese Daten ausfallen. Was passiert, wenn die Arbeitsmarktdaten, die September kommen, für den August, wenn die stärker ausfallen. Wir haben zumindest aus dem August jetzt schon die Tax Flowing für Employment, also praktisch die Steuern, die Unternehmen hier abführen. Und die sind doch deutlich gestiegen. Das könnte ein Hinweis sein, dass die gar nicht so schlecht sind, zumindest offiziell nicht so schlecht sind, diese Arbeitsmarktdaten. Aber nochmal zurück zum aktuellen Geschehen. Wir haben gestern gesehen, dass die Rate Cut Expectations gefallen sind, also die Zinssenkungserwartungen etwas gefallen sind. Deswegen haben wir eine leichte Erholung des Dollars gesehen, eine minimale zwischenzeitliche Erholung der 10-jährigen US-Anleiherendite. Hier sehen wir mal den Dollarindex, der weit aus seinem wöchentlichen Bollinger Band rausgefallen ist. Normalerweise ist da dann Schluss, wenn wir uns hier die letzten Male mal anschauen, wo man aus diesem Bollinger Band rausgefallen ist, dann gab es meistens eine positive Reaktion. Wird das diesmal auch so sein? Jedenfalls ist eben der schwache Dollar auch Ausdruck einer Sorge über diese US-Wirtschaft. Und das Interessante ist, dass man eben jetzt an der Wall Street erstmal die Frage sieht, ja, die Fed wird die Zinsen senken, weswegen man rausgeht aus den Tech-Werten, wie ich gestern schon versuchte zu zeigen, und reingeht in risikoreichere Firmen, die sozusagen auch viel schlechter gelaufen sind, die viel günstiger bewertet sind. Gestern zum Beispiel hatten wir beim S&P 500 das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien 4:1, dennoch der Index im Minus. Beim Nasdaq, der minus 1% gestern geschlossen hat, mit allen großen Tech-Werten waren dennoch die allermeisten Werte, also außerhalb der großen, im Plus, erstaunlicherweise. Hier sehen wir das, dass immer mehr Aktien ein Hoch erreichen, ein 52-Wochen-Hoch, nämlich 16% dieser Aktien. Aber es ist eben vielleicht zu hinterfragen, was jetzt derzeit noch Mantra ist, nämlich dass sinkende Zinsen automatisch gut für Aktien sind, wie ein Analyst hier sagt. Es werden nämlich jetzt 8 Zinssenkungen in den nächsten 8 Meetings eingepreist. Und das ist wahrscheinlich zu viel, es sei denn, eben die Daten werden so schlecht, dass die Fed in Panik gerät und ganz, ganz schnell die Zinsen senkt. Also entweder, wenn das stimmt, dass die Fed so schnell die Zinsen senkt, dann muss die Wirtschaft ein Riesenproblem haben, sonst senkt die Fed die Zinsen nicht so schnell. Hier sehen wir mal, dass der Equal Weight S&P 500 auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Gestern, wie gesagt, der Nasdaq Composite minus 0,8%, aber 53% der Aktien sind gestiegen. Also wir sehen, es sind die wenigen Aktien, die das Ganze nach unten ziehen, weil man eben sich sagt, naja, super, die anderen sind nicht gut gelaufen, Tech ist sehr gut gelaufen, also gehen wir doch raus aus Big Tech, die sehr gut gelaufen sind. Und so haben wir vor allem Value, das deutlich günstiger ist in der Bewertung als Big Tech. Da sind wir in der 10. Perzentile, was Deep Value betrifft, also
sehr auf Value oder Unternehmen, die ganz klare Value-Kennzeichen haben, nicht unbedingt jetzt diese Wachstumsfirmen sind, während eben Growth in der 89. Perzentile ist. Und so schichten viele um, und Goldman's Rubner, der sagt, ja, neue Highs noch in dieser Woche für den S&P 500, weil eben CTAs aktiv werden, weil noch Buybacks sind. Mitte September endet dann dieses Buyback-Fenster. Wir sehen, dass 80% der Unternehmen im S&P 500 über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Aber vieles wird jetzt natürlich darauf ankommen, was mit Nvidia passiert. Und ich weiß nicht, ob es ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Zeichen ist, dass Jensen Huang, der Chef von Nvidia, dann bei Bloomberg auftreten wird. Kurz nach Verkündigung der Zahlen, 22.30 Uhr, wird er also live dann zugeschaltet. Entweder weil er versucht, den Schaden zu minimieren, oder weil er dann wieder feiern kann. Seht ihr, wir sind doch die Allergeilsten unter der Sonne. Hier sehen wir mal, dass der Halbleiterindex SOX durchaus jetzt gefährdet ist. Da braucht es gute Zahlen. Nvidia ist, glaube ich, alleine 10% dieses Halbleiterindex, mit Abstand der wichtigste Player hier. Also, wenn ein charttechnisches Muster, das unschön ist, vermieden werden soll, müsste eben Nvidia liefern. Übrigens, Nvidia, hier nochmal das Wall Street Journal, das zeigt, wie diese ganze Geschichte funktioniert, dass chinesische Unternehmen dennoch Nvidia-Chips verwenden können. Und es mich wundert, wenn Nvidia das nicht wüsste, denn es läuft es so, da gründen chinesische Firmen Tochterfirmen, die wiederum, oder bedienen sich anderer Firmen, die nicht chinesisch sind, die wiederum kaufen Cloud-Zeiten. Das alles wird mit Servern, die in Singapur zum Beispiel stehen, abgewickelt, weswegen Nvidia einen sehr, sehr heftigen Anteil seiner Chips nach Singapur liefert, also viel mehr als dieses Land eigentlich in irgendeiner Form von seiner Wirtschaftskraft repräsentieren würde. Und so wird das ganze Spiel dann noch teilweise abgerundet, indem Zahlungen über Bitcoin passieren. Also das ist sehr, sehr lustig, und natürlich weiß Jensen Huang und Nvidia, die wissen überhaupt nichts davon, ja. Nein, das ist denen unbekannt. Interessant auch übrigens, dass nicht profitable Tech-Unternehmen jetzt Big Tech sogar outperformen, weil eben die Renditen fallen, die 10-jährige US-Anleiherendite fällt, aber diese 10-jährige Anleiherendite, die ist eigentlich immer relativ eng korreliert mit dem Ölpreis, der zuletzt ja oder vor allem gestern wieder deutlich gestiegen ist. Werden wir einen Anstieg der 10-jährigen Renditen sehen? Fragezeichen, aber SMCI, das ist ja einer dieser Superfirmen, also Supermicrocomputer. Und dieser Chart erinnert an Qualcomm im Jahr 1999. Also es ist immer wieder interessant, dass Charts sich so stark ähneln. Vorher haben wir gesehen 2007 und heute. Jetzt sehen wir mal einen solchen Blasenchart, Qualcomm und Supermicrocomputer. Supermicro gestern, glaube ich, auch über 8% gefallen. Und für die Märkte natürlich wichtig, was passiert mit den Wahlen. Wir haben jetzt noch 71 Tage und siehe da, in den Swing States, auf die es faktisch ankommt, denn dass die Demokraten Kalifornien gewinnen, daran zweifelt niemand. Aber die wichtigen Staaten sind eben diese Swing States, und so führt Trump sehr klar in Georgia, führt sehr klar in Arizona, in Nevada und in Pennsylvania. Wer Pennsylvania verliert, kann diese Wahl kaum gewinnen, so heißt es, während in Wisconsin und Michigan Harris führt. Also das wird vielleicht doch ein bisschen schwierig für die Harris, und jetzt hatte sich Mark Zuckerberg geäußert und gesagt, also hier, ich wurde ganz schön heftig getriezt von der Biden-Regierung in Sachen Corona im Jahr 2021 zu zensieren. Das tut mir leid, das mache ich nicht nochmal, und hat dann übrigens auch verkündet, dass er den Demokraten diesmal kein Geld spenden wird für den Wahlkampf, was jetzt beim letzten Wahlkampf gemacht hatte. Möglicherweise ahnt der gute Zuckerberg, dass der Trump vielleicht doch die Wahlen gewinnt, ganz im Gegensatz zu dem, was wir hier in deutschen Medien hören. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel solche Dinge bekannt werden in den USA, wie jetzt in Kalifornien. Da soll ein Fonds eingerichtet werden, wodurch dann illegale Immigranten $150.000 bekommen als Startkapital, um sich sozusagen ein Haus kaufen zu können. Und da denken sich natürlich viele, ja, viele Amerikaner, ja, und wir
denen schmeißt ihr es in den Rachen, die sind illegal, habt ihr sie noch alle? Und das ist vielleicht gar nicht so wenig nachvollziehbar, was da diese Denke vieler Leute ist und was dann diese potenzielle Harris-Administration, die ja mitverantwortlich ist, oder Harris ist ja mitverantwortlich für all das, was da gelaufen ist, eben wahrscheinlich nicht in Vergessenheit geraten wird. Nicht vergessen tun die Chinesen übrigens auch, dass ihre Tech-Werte sehr schwach laufen. Schauen wir mal, China Tech in den letzten 10 Jahren im Minus, während der Nasdaq mal eben 530% gestiegen ist. Gestern ja Pinduoduo unter die Räder gekommen, 30% der abverkauft. Und ich hatte angesprochen, diese plötzliche Wende bei Corona durch Peking. Plötzlich ist Corona kein Problem mehr. Dagegen hatte man vorher eben die Leute jahrelang eingesperrt und das hat seine Spuren hinterlassen. Hier sehen wir mal das Konsumentenvertrauen in China. Das ist eben in Corona abgestürzt und hat sich nie wieder erholt. Der ist jetzt auf dem Weg zu neuen Tiefs, 1,4 Milliarden verärgerte Chinesen, könnte man sagen, ja, vielleicht. Faktisch sind es weniger, weil die Einwohnerzahlen nach oben gepimpt sind. Und jetzt interessant könnte Folgendes passieren: Wenn jetzt die Fed die Zinsen senkt, dann wird ja auch die Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und anderen Währungen geringer. Und das könnte wiederum diese ganzen Carry Trades auch mit dem Yuan in Frage stellen. Insgesamt ist ein Carry Trade ja eigentlich ein Zinsarbitrage-Geschäft. Und hier heißt es, dass dann möglicherweise chinesische Firmen 1 Billion an Dollar-Dominated Assets verkaufen müssten. Das wäre eine ziemlich heftige Nummer, deren Konsequenzen Sie in diesem Artikel nochmal genauer studieren können, den ich Ihnen empfehle. Fettlockerung könnte China 1 Billion Dollar Lawine bringen. Hochinteressant. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die letzte, ich verspreche, ist Goldman Sachs. Das, was ich kurz gezeigt hatte. Neue Allzeithochs noch in dieser Woche. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.